Gebirgssee, Stausee, Badesee, Glazialsee, Kratersee, Altwassersee, Salzsee, Küstensee, Binnensee und so weiter und so weiter. So viele Seen und alle unterscheiden sich in Lage, Größe, Nutzung und Entstehung. Der grobe Aufbau und die Abläufe sind bei allen Seen trotzdem sehr ähnlich. In diesem Video geht es um das Ökosystem See und speziell um die Lebensbereiche in diesem Ökosystem. Was ein See überhaupt ist, ist ja wohl hoffentlich klar. Trotzdem nochmal eine kurze Definition. Ein See ist ein stilles Gewässer, das komplett von Land umgeben ist. Es kann sein, dass es Zu- und Abflüsse gibt, muss aber nicht. Ein See ist ein eigenständiges Ökosystem. Vielleicht fragt ihr euch jetzt, was Ökosysteme nochmal waren. Ein Ökosystem ist ein bestimmter Lebensraum mit allen den Organismen, die darin leben. Es ist ein offenes System und hat keine strikt festgelegten Grenzen. Lebewesen, Umwelteinflüsse und insgesamt eigentlich alles wirkt hier aufeinander ein. Die Verhältnisse dort sind trotzdem relativ gleichbleibend. Das liegt an der gewissen Selbstregulation, die diese Systeme haben. Falls ihr noch ein paar mehr Infos über das Ökosystem oder Ökologie allgemein braucht, haben wir schon ein paar Videos für euch darüber. Falls nicht, erfahrt ihr hier, wie die Lebensbereiche im Ökosystem See so aufgebaut sind. Aber halt, wie vorher schon aufgezählt, gibt es ganz viele verschiedene Arten von Seen. Jeder See ist ein bisschen anders, deshalb müssen nicht immer alle Einteilungen zutreffen. Trotzdem ist jeder See in verschiedene Bereiche aufgeteilt. Klar, das Ufer, das Wasser und der Boden des Sees. Jetzt erfahrt ihr alles über die Uferregion. So, die Vegetationszonen am Seeufer. Wundert euch nicht, manchmal werden die Zonen auch Gürtel genannt. Fangen wir außen am Seeufer an. Wenn Seen im Wald liegen, dann kommen am Seeufer noch, klar, Waldpflanzen vor. Oder Weidenbüsche. Wenn es keinen Wald gibt, dann sind es eben Feuchtwiesen mit ihren typischen Gewächsen. Zum Beispiel Seggenriede. Diese Zone wird Erlenzone genannt oder auch Bruchwaldzone. Nennt es einfach so, wie ihr es gelernt habt. Richtig ist eigentlich beides. Erlenzone ist aber ein bisschen besser zu merken, denn die Erle ist ein Baum, der häufig an Seen in der Erlenzone wächst. Ein bisschen weiter in Richtung See wachsen dann nur noch Pflanzen, die relativ hoch gewachsen sind und die manchmal auch schon im Wasser stehen. Die Wurzeln von denen gehen ziemlich tief in den Boden, manchmal auch schon in den Seeboden hinein. Die zweite Zone heißt Röhrichtzone. Diese Pflanzen, die dort wachsen, werden Uferpflanzen genannt. Eigentlich klar, ne? Denn sie wachsen ja am Seeufer. Ein Beispiel für diese Uferpflanzen kennt ihr bestimmt alle. Schilf. Die dritte Zone heißt Schwimmblattzone. Ziemlich selbsterklärend, was für Pflanzen da wachsen, oder? Genau, die Blätter und Blüten dieser Pflanzen schwimmen ganz einfach auf der Seeoberfläche. Ein Beispiel dieser Pflanzen ist auch ziemlich weit verbreitet, die Seerose. In der nächsten Zone befinden wir uns schon ein bisschen weiter im See. Pflanzen, die dort wachsen, sind immer auf Tauchgang, deswegen Tauchblattzone. Weil in die letzte Zone nur noch ganz wenig Licht kommt, wachsen dort nur noch Algen. Diese Zone heißt Tiefenalgenzone. Nochmal für euch, es gibt die Erlenzone am Rand des Sees, wo noch Wald- oder Wiesenpflanzen leben. In der Röhrichtzone wachsen die Uferpflanzen. In den nächsten beiden Zonen leben nur noch Wasserpflanzen. Die Schwimmblattzone ist Lebensraum für Pflanzen, deren Blätter auf der Wasseroberfläche aufliegen. Die Tauchblattzone bewachsen nur Pflanzen, die vollkommen untergetaucht leben können. Wie der Name der tiefen Algenzone schon sagt, es ist tief, dazu dunkel und es gibt Algen. Genug von Pflanzen. In jeder dieser Zonen gibt es natürlich auch noch Tiere, die sich dort besonders gern aufhalten. Zu jeder Zone gibt's mal ein paar Beispiele. Weil sich die Erlenzone noch so nah am Wald oder an der Wiese befindet, leben dort klar auch noch die jeweils typischen Tiere. Bei Vögeln zum Beispiel die Krähe. Dort haben aber auch schon Wasservögel ihren Lebensraum. Graureiher oder Enten zum Beispiel. Am Boden leben dort zum Beispiel Erdkröten und Schnecken. In der Röhrichtzone leben wieder viele Vögel. Enten, Rohrsänger und Teichhühner sind nur ein paar Beispiele. Hier leben, genau wie in der Zone davor, Schnecken und Libellen, dazu kommen Frösche und Teichmuscheln. In den Schwimm- und Tauchblattzonen leben verschiedenste Würmer, Egel und Schnecken. Auch Wasserflöhe leben dort. Das sind kugelige Tiere mit einer Schale um Kopf und Körper. Am Kopf haben sie zwei komische Dinger, die fast aussehen wie Antennen. Das sind ihre Schwimmorgane. In beiden Zonen leben auch schon Krebse. Ein Beispiel ist der Ruderfußkrebs, der langgestreckt ist und anders als der Wasserfloh keine Schale hat. Fische können erst ein bisschen weiter draußen im noch tieferen Wasser leben.
Zu den Süßwasserfischen, die in Deutschlands Seen am häufigsten vorkommen, gehören Karpfen und Welse. Im tiefen Wasser leben zusätzlich viele Kleinstlebewesen, vor allem Plankton. Es gibt sowohl tierisches als auch pflanzliches Plankton. Es treibt sich immer da im Wasser rum, wo es am unwahrscheinlichsten gefressen wird. Nachts auf der Wasseroberfläche und tagsüber in der Tiefe. Pflanzliches Plankton ist zwar kein Tier, muss aber als Lebewesen im Wasser genannt werden. Allein schon, weil es als Nahrungsquelle für Fische und Krebse wichtig ist. Jetzt wisst ihr also, welche Tiere so am und im See leben. Weil jeder See ja wie gesagt ein bisschen anders ist, kann natürlich auch variieren, was für Tiere es da gibt. Aber nochmal, welche ihr euch merken solltet. Am See in der Erlenzone leben Wald- und Wiesenvögel. Libellen, Schnecken und Kröten sind auch vorhanden. In der Röhrichzone haben Wasservögel wie zum Beispiel Enten ihr Zuhause. Dort leben aber auch Frösche und die ersten Muscheln. In den nächsten beiden Zonen leben Würmer, Wasserläufer, verschiedenste Insektenlarven und Krebse. Fische und Plankton leben weiter draußen im See. Zusammengefasst müsst ihr also wissen, die Vegetationszonen sind eingeteilt nach den Besonderheiten ihrer dort lebenden Pflanzen. Wenn man vom Ufer ausgeht, kommt erst die Erlenzone, benannt nach der Erle, einer der Bäume, die dort wachsen. Hier leben die Standart Wald- und Wiesentiere. Dann kommt die Röhrichzone mit den Uferpflanzen. Typische Tiere sind Enten und Frösche. In den folgenden beiden Zonen leben nur noch Wasserpflanzen. Vor der Tauchblattzone kommt die Schwimmblattzone. Beide Namen sind ziemlich eindeutig. In der einen sind die Pflanzen noch ein bisschen über Wasser, in der anderen nicht. Hier leben vor allem Larven von Insekten, Libellen und Wasserflöhe, manchmal auch Krebstiere. In der tiefen Algenzone können nur noch Algen überleben. Im tieferen Wasser leben dann auch Fische, tierisches und pflanzliches Plankton. Wenn ihr noch mehr über das Ökosystem See oder Ökologie überhaupt sehen wollt, dann findet ihr auch passende Videos auf unserer Lernplattform www.thesimpleclub.de. Ansonsten sage ich bis dann, Leute, haut rein und wir sehen uns gleich im nächsten Video. Ciao.